live. Wie schön. Das klappt ja. Perfekt. Jetzt dürfen noch Zuschauer mich finden. Es dauert immer einen Moment, bis Facebook anzeigt, dass das Live gestartet ist. So, ihr Lieben, einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich dir. Herzlich willkommen zum Soulmate Live Talk. Um was geht's heute? Es geht um dein Soulmate Live. Einen Schluck trinken, bis wir noch ein paar mehr Zuschauer uns hier finden. Wir sind ja seit wann sind wir wieder hier? Seit Dienstagabend auf Zypern und wir haben unseren Entsafter mitgenommen, damit wir uns hier auch mal von den herrlich sonnengereiften Früchten unseren eigenen Saft machen können. Wir haben zwar im Städtle auch eine Quelle, wo wir uns regelmäßig auch frisch gepressten Saft kaufen, aber wie ist das so? Wenn man so seinen eigenen Saft dann pressen kann, hat es auch nochmal eine andere Energie, eine andere Qualität. Eine andere Energie eigentlich, genau. Ja. Wie erschaffst du dir dein Soulmate Life? Wie erschaffst du dir dein Soulmate Life? Was heißt überhaupt Soulmate Life? Soulmate Life heißt, dass du wirklich deinem Herzen folgst, deiner Freude folgst und wirklich in erster Linie die Dinge machst, die dir wirklich am Herzen liegen. Die also auch wirklich dir selbst entsprechen. Und dass du aufhörst, dich zu verbiegen, es in erster Linie anderen recht machst, statt dir selbst. Und das heißt nicht, dass es darum geht, morgen deine Stelle zu kündigen, deinen Job zu kündigen, alle Zelte abzubrechen und zum Beispiel auch auszuwandern, sondern das heißt, dass du überhaupt mal beginnst, dir vielmehr die Frage zu stellen, wenn alles für mich möglich wäre, wie würde ich wirklich gerne mein Leben leben? Wenn alles für mich möglich wäre, ist eine zentrale Frage. Wenn wirklich alles für mich möglich wäre, ohne jegliche Begrenzungen, wie würde ich wirklich gerne mein Leben leben? Da würde ich dich gern dazu einladen, dir darüber mal klar zu werden. Und es ist jetzt 6, 8 Jahre her. Facebook hat mich die letzten Tage immer so sehr an Posts von mir von dieser Zeit erinnert. Deshalb habe ich das gerade so auf dem Schirm, wo ich weiß, wo ich mich auch so gut daran erinnere, dass unser Sohn zu mir gesagt hat, der war damals ja 15, ja, wenn ich mit der Schule fertig bin, dann schaue ich mir erstmal die Welt an und bin auf der Welt unterwegs. Und Madeleine, einige von euch kennen sie ja, sie ist ja inzwischen hier mit auch in der Akademie als Mentorin und sie ist ja auch sonntags morgens hier schon oft live dabei gewesen, in diesem Monat hier nicht, weil sie einfach 4 Wochen in Portugal gerade ist und auf einer Weiterbildung
Genau. Und sie war damals ja so 13 und hat dann gesagt, ja, ich auch, bin auch auf der Welt unterwegs und schaue mir die Welt an. Und in dem Moment, ich weiß noch, als wenn es gestern gewesen wäre, hat irgendetwas aus mir gesprochen und ich bin über das, was aus mir gesprochen hat, selbst erschrocken und habe zu den Kindern gesagt, wisst ihr was? Dann hocke ich hier nicht im Saarland weiter und warte, bis wir uns wieder sehen, sondern dann treffen wir uns einfach auf den schönsten Orten dieser Welt, wo es uns gerade gefällt und leben alle frei. So sehr ich darüber erschrocken bin, das war so ein Bruchteil von Sekunde, war im nächsten Moment der Gedanke da, oh, was du gerade gesprochen hast, das hört sich irgendwie gut an. 3 Sekunden später, spätestens 3 Sekunden später, hat der Verstand eingesetzt und gesagt, wie sollten das funktionieren? Wie sollten das gehen, auf der Welt unterwegs sein? Du hast einen Job im öffentlichen Dienst, hast ein sicheres Einkommen, das willst du doch nicht etwa wirklich aufgeben. Mein Mann hat seinen Job. Wie sollten das funktionieren, da überhaupt zusammen, geschweige denn auch mit der Familie, auf der Welt unterwegs zu sein? Und dennoch hat mich dieser Gedanke aber nicht losgelassen. Und um es jetzt abzukürzen, so hat eins das andere ergeben, was eine bewusste Entscheidung noch war, dass die Kinder ihre Schule fertig machen, dass ich mich dann nicht vorher schon abmelde und wir vorher zwar schon viel unterwegs waren, aber dann einfach auf die Ferien abgestimmt, auf die Schulferien abgestimmt, um einfach auch mal so ein bisschen mehr dieses freie Leben zu schnuppern, das Reisen, das Unterwegssein. Aber beide wollten einfach auch ihr Abitur in der Tasche haben. Und dann war das Ziel, Madeleine, die Jüngste, wenn die auch ihr Abi in der Tasche hat, mit der Schule fertig ist, dann melde ich mich in Deutschland ab. Ich wollte ursprünglich überhaupt keinen Wohnsitz mehr haben, aber aufgrund verschiedener Gegebenheiten hat sich das dann auch nicht so gut angefühlt. Und so es kam dann irgendwann Zypern. Was ich wusste, ist, dass ich mich in erster Linie wirklich da aufhalten möchte, wo es warm ist, wo ich morgens barfuß am Meer kann spazieren gehen, wo ich mich am Anblick von einem strahlend blauen Himmel und Palmen mein Herz erfreuen kann, wo mein Körper, mein Geist, meine ganze Seele, mein ganzes Sein sich einfach, ja, wohlfühlen. Aber auch nicht nur fest an einem Ort, sondern ja, da, wo es uns gerade gefällt. Und aktuell ist das eben Zypern. Kamen da ganz viele Prägungen und Muster auf? Habe ich ja eben schon erwähnt. Ja, natürlich, klar. Und jetzt mal Frage an dich. Wenn du dir die Frage stellst, was, wenn alles für mich möglich wäre, wie würdest du wirklich gerne leben? Wo würdest du gerne leben? Wie würdest du gerne deine Zeit verbringen? Mit wem würdest du gerne deine Zeit verbringen? Was ich absolut auch nicht mehr wollte, war, dass ich mir Gedanken machen muss um Geld, sondern wenn ich Lust habe, von A nach B zu fliegen, dass ich mich dann einfach in den Flieger hocken kann und losfliegen kann. Und auch frage, wer kommt mit? Ich meine, dass mein Mann, mein Schatz an der Seite ist, ist klar, aber von den Kindern auch. Wer kommt mit? Dass ich nicht erst sparen muss, um mir etwas erlauben zu können, sei es jetzt von A nach B zu reisen oder ansonsten auch meinem Körper etwas gönnen muss, möchte.
dass ich da sparen muss, um meinem Körper etwas zu gönnen. Das sind so die Dinge, die ich einfach nicht mehr wollte. Und das gehörte für mich auch dazu, wirklich mir mein Soulmate, mein seelengemachtes Leben zu kreieren. Dass ich einfach die Dinge machen kann, die mir wirklich Freude machen. Und dass ich vor allem auch den Kindern das noch mit auf den Weg geben kann, weil die waren ja damals schon mal im pubertären Alter und haben ja natürlich schon viele, viele Prägungen durch das Schulsystem und natürlich auch durch mein oder unser früheres Leben mitbekommen, dass es anscheinend normal ist, von Montag bis Freitag irgendwo 8 Stunden Zeit zu verbringen, nur des Geldes wegen. Am Wochenende frei zu haben, aber dass sonntags nachmittags schon so ein mulmiges Gefühl aufkommt, weil morgen wieder Montag ist und ich dann wieder am Schreibtisch hocke, sowas zumindest bei mir. Und das Ding ist, jeder von uns, du, ich, ist mal hierher gekommen, hat sich auf einer höheren Ebene diese Familie ausgesucht, in der wir inkarniert haben. Wir haben uns unsere Eltern ausgesucht, unsere Mama, unser Papa, auf einer höheren Ebene. Und haben dann irgendwann mal hier ausgecheckt und wollten Freude haben. Wir wollten Spaß haben. Wir wollten einfach Leichtigkeit haben. Wir wussten gar nicht, was Schwere ist. Wir wollten einfach unser Leben leben. Bis dann so ganz viele Schleier über uns gelegt wurden. Jetzt geht es nicht darum, mit diesen Dingen, die bis gestern im Leben waren, die bis gestern auch in deinem Leben waren, mit denen zu hadern. Sondern ich will dir damit einfach nur mal bewusst machen und dich dem Gedanken öffnen, dich dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen, dass immer für uns gesorgt ist und dass wir uns nicht mit dem zufrieden geben müssen, was wir bis jetzt bis eben im Außen vorfinden. Sondern dass immer, immer, immer viel, viel mehr für uns möglich ist, also auch für dich. Und dass es im Grunde genommen, vereinfacht dargestellt, um eine einzige Sache geht. Wirklich deinem Herzen zu folgen, deiner Seele zu folgen und dir das Leben so zu gestalten, wie du selbst es wirklich möchtest. Was auf dem Weg dahin von A nach B natürlich aufkommt, sind diese ganzen Schleier, Muster und Prägungen, die über uns gelegt wurden. Weil uns das ja niemand vorgelebt hat. Und weil es einfach auch in der Natur der Sache liegt, dass wir unsere Umgebung nachahmen. Das ist ja unser Learning. Das ist in der Tierwelt nichts anderes. Die kleinen Katzenkinder schauen, wie macht die Mama das, wenn sie eine Maus fängt, und ahmen es nach. Wir haben ja auch bis eben nur all das nachgeahmt, was unser Umfeld, unser Elternhaus, unsere Umgebung, die Gesellschaft uns vorgemacht hat. Und du bist hier und hast den Weg hier zu uns gefunden, weil du zu den Menschen gehörst, Wahrheit, die mehr aus ihrem Leben machen möchten. Die sich vielleicht auch schon so ein halbwegs angenehmes Leben erschaffen haben, nicht unbedingt total unglücklich sind, aber das Gefühl haben, es muss noch mehr in meinem Leben möglich sein. Ich lebe nicht zum großen Teil das, was ich eigentlich leben möchte. Ich bin immer noch dabei, im Hamsterrad zu
zu funktionieren. So habe ich das früher auch empfunden. Morgens wach geworden und gedacht, naja, wie soll ich heute wieder alles wuppen, aber okay, irgendwie werde ich es schon hinkriegen. Das meine ich mit funktionieren. Wenn du ehrlich zu dir selbst bist, bist du wahrscheinlich auch sehr feinfühlig, sensibel und nimmst auch ganz, ganz viel aus dem Umfeld, aus dem Kollektivbewusstsein wahr und hältst genau die Dinge, was das Kollektiv gerade denkt und fühlt, wie etwas geht, wie etwas nicht geht, wie das Leben zu funktionieren hat, wie das Leben nicht funktionieren, wie Geld zu einem fließt und wie kein Geld zu einem fließt. Und all diese Dinge hältst du für deine. Aber das kleine Kind in dir, das bis heute immer noch in dir innewohnt, käme überhaupt nicht auf die Idee, in Frage zu stellen, dass alles für es möglich wäre. Und jetzt mal nur Gesetz der Fall, nur vielleicht, um dich dem Gedanken zu öffnen. Man hätte dich, man hätte uns alle erlaubt, einfach so zu sein, wie wir waren, wie wir sind. Und hätten dieses tiefe innere Wissen, das wir mit hierher gebracht haben, auf diese wunderschöne Welt, auf diesen Planeten, abrufbar parat, wo wir nur so ansatzweise, und das ist das Gefühl, was du wahrscheinlich in dir hast, dass es noch mehr in deinem Leben geben muss, weil das Wissen, wie es funktioniert, das Wissen um die universellen Gesetze, das Wissen um die Kraft der Anziehung, das Wissen, dass jeder von uns sich seine eigene Lebenswirklichkeit erschafft. Das Wissen, dass das Außen immer nur ein Spiegel des Inneren ist. Also das, wie innen so außen, das sind ja auch ganz alte Gesetze, die können wir, denen können wir uns nicht entziehen. Wir können weder das Gesetz der Schwerkraft noch das Gesetz der Anziehung außer Kraft setzen. Und auch das Wissen, dass das, was in dir verborgen ist, und da ist noch viel mehr in dir verborgen, als du vielleicht bis eben ahnst, an Potenzial, an Kreativität, an Wissen, an Einzigartigkeit, an Gaben, an Stärken. Das ist alles in dir verborgen, das hast du alles mit hierher gebracht. Und das sind genau die Gedanken, die du hast, dass du spürst, da muss noch mehr in meinem Leben Möglichkeit sein, als das, was ich bis eben lebe. Jetzt sind wir natürlich auch dazu geneigt, zu denken, okay, kenne ich auch von mir früher, dir geht es doch eigentlich ganz gut. Gib dich doch einfach mal zufrieden mit dem, was du hast. Und es geht ja doch schon eigentlich viel besser als ganz vielen Menschen da draußen. Und. Und gleichzeitig hat meine Seele mir auch Botschaften geschickt über meinen Körper. In Form von Disharmonien. Nenn es gerne auch Krankheitssymptomen. Um mich darauf aufmerksam zu machen, hey, korrigier doch mal deinen Weg. Und ich kann dir eins sagen, sobald ich angefangen habe, mehr und mehr mich auf den Weg meines Herzens, dem Ruf meiner Seele zu folgen, mir mein Soulmate Life für mich, für die Familie zu erschaffen, zu kreieren, umso weniger hatte die Seele natürlich auch einen Grund, mir Botschaften zu schicken, in Form von Disharmonien, in Form von Krankheitssymptomen. Und darf ich dich auch mal dazu einladen, auch mal ganz radikal ehrlich zu dir selbst zu sein. Wie sehr schickt deine Seele dir auch schon Botschaften,
auf der körperlichen Ebene, auch auf der mentalen Ebene vielleicht, um dich darauf aufmerksam zu machen, hey, jetzt korrigier doch mal deinen Weg. Das Universum, das Leben ist immer wohlwollend an deiner Seite. Das schickt dir immer Botschaften. Wie viel mehr kannst du dir erlauben, jetzt diese Botschaften wirklich zu erkennen und anzunehmen und wirklich ihnen zu folgen? Ich bringe dir mal noch ein Beispiel, weil ich eben, oder ja, weil ich könnte ja ganz viele Beispiele nennen und würde dich auch gerne mal dazu einladen, dir auch mal selbst einen Platz zu nehmen, heute gerne im Laufe des Nachmittags oder heute Morgen noch einen leckeren Tee dir zu machen oder einen Kaffee oder einen frisch gepressten Saft. Und dir mal aufzuschreiben, nur mal zur Bewusstmachung, zur Rückenstärkung, wo du dir schon dein Leben aufgrund deiner Wünsche, deiner Ziele tatsächlich so eingerichtet hast, wie du es gerne hättest. Du hattest irgendwann auch schon mal das Ziel, Führerschein zu machen, hast das Ziel verfolgt, hast einen Führerschein gemacht. Was ich aber auch meine, ist, wo das Universum wirklich schon auf wundersame Weise reagiert hat und ja deine Lebenswirklichkeit erschaffen hat, wo du im Nachhinein gedacht hast, wow, wie ging denn das jetzt? Und was hast du da gemacht wahrscheinlich? Du warst ja halbwegs drüber klar, dass du gerade in dem Bereich etwas anders haben möchtest und bist dem aber nicht krampfhaft hinterhergerannt, sondern du hast es empfangen. Du hast es empfangen, du hast dein Sein auf Empfang gestellt und plötzlich dann gestaunt, wow, wie ging denn das jetzt? Was für ein Wunder ich da erschaffen habe. Schreib dir wirklich mal auf einen Zettel oder ein kleines Büchlein und da wird dir ja jetzt nicht alles auf Anhieb direkt einfallen. Schreib dir mal so die wundersamen Dinge auf, die in deinem Leben schon passiert sind. Ich bringe dir ein Beispiel. Wenn wir ja so irgendwo unterwegs sind, sei es jetzt hier auf Zypern oder auch sonst irgendwo auf der Welt, war mal mein Ziel einfach, ja, mir da, wo ich gerade bin, wenn ich ein Auto brauche, ein Auto zu mieten. Und letzten Samstag war es, glaube ich, da fiel mir ein, ach Gott, wir brauchen ja noch ein Auto. Ist auch so etwas, wo mir gerade kürzlich noch jemand gesagt hat, sag mal, ihr seid doch jetzt relativ lange auch immer so an auf Zypern, warum kaufst du dir nicht ein Auto? Ich habe gesagt, warum soll ich ein Auto kaufen? Ich weiß nie, wie lange genau wir hier sind. Und wenn das dann hier rumsteht, ich finde einfach gerade mehr in mir, immer wieder mir ein Auto zu mieten. Und wenn mir das eine Auto nicht mehr gefällt, dann hole ich mir ein anderes Auto. Muss mich um weiter nichts kümmern. So, dann hatte ich unsere Kontaktfrau, sage ich mal, ich glaube am Samstag war es sogar erst, angeschrieben, wir sind ab Dienstagabend nochmal auf Zypern und wir brauchen ein Auto. Und sie hat mir dann über SMS zurückgeschrieben, was sie mir anbieten kann. Und das war dann nicht gerade so das Auto, was ich eigentlich gerne gehabt hätte, aber ich dachte, naja, dann haben wir erstmal für die nächsten Wochen ein Auto und dann können wir ja wechseln. Dann können wir ja drüber sprechen, wenn wir das Auto holen, wenn wir ein anderes holen. So, keine weiteren Gedanken drum gemacht und wollte auch keine Energie da nochmal da reinstecken, geschweige denn Zeit damit verbringen, bei jemand anderem, bei einem anderen Autoanbieter noch zu gucken, was ich da noch an Auto bekommen kann. Wir kommen am Flughafen an und warten auf unser Gepäck. Und da kam schon eine SMS, dass schon jemand am Flughafen steht und uns erwartet. Sie hat mir die Telefonnummer gegeben, ich soll ihn doch bitte anrufen. Und da kann er mir sagen, wo genau er steht und genau.
Und in dem Moment rief er uns aber auch schon an, weil er auch meine Telefonnummer hatte und sagte mir dann, wo er steht und sagte, aber wir haben jetzt nicht das Auto, ich habe jetzt nicht das Auto dabei, das zugesagt wurde, sondern ein Big One Auto. Und da habe ich gedacht, wow, was für ein Wunder. Ich wusste ja in dem Moment noch nicht, was für ein Auto. Aber mein Mann und ich, wir waren natürlich hellauf begeistert von diesem Auto. Und dann war erst noch so der Plan oder die Information, dass wir am nächsten Tag ins Büro kommen sollen, um dann das mit den Papieren und alles klar zu machen fürs Auto. Und dann habe ich abends zu meinem Mann gesagt, wir waren dann noch essen. Ich frage jetzt mal, was das Auto hier kostet und ob wir das nicht haben können oder zumindest eines in dem Typ, wann da noch mal was frei ist. Und dann kam als Antwort, ihr könnt das auch behalten, das und das kostet es mehr, als wir ja für das andere vereinnahmt haben oder vereinbart haben, viel mehr. Ich hatte ja auch noch nichts bezahlt. Okay. So agiert das Universum. Fernab vom logischen Verstand, vom Denker, das können wir uns von unserem Denker her, und das ist auch damit gemeint, das Wie ist nicht dein Business, das Universum weiß, wie es agiert. Ich habe zu früheren Zeiten auch schon stundenlang gefühlt, vom Computer gehockt, um da zu gucken, was für ein Auto mieten und. Und jetzt bin ich einfach dem Impuls gefolgt, okay, ist jetzt nicht gerade so das Auto, was ich gerne hätte, aber beschäftige dich jetzt weiter nicht mit. Wird schon irgendwie alles so funktionieren, wie du es eigentlich gerne hättest. Das war so ein tiefes innere Gefühl in mir. Und so hat das Universum jetzt agiert. Das angekündigte Auto war nicht frei schon direkt, warum weiß ich nicht. Unser Fahrer hat uns abgeholt mit einem größeren Auto und wir konnten es jetzt auch behalten. Man kann jetzt auch sagen, ja, was für ein Wunder, was für wundersame Dinge das Universum, auf welche Art und Weise das Universum da agiert hat. Wie viel mehr kannst du die Dinge in deinem Leben sehen? Und das sind immer die Dinge, die ich für mich auch als Rückenstärkung schon seit Jahren nehme, um einfach dem Gehirn, dem Stammhirn, das eigentlich keine Veränderung mag, weil es da keine Referenzpunkte hat. Unser Stammhirn mag einfach keine Veränderung. Das liebt das Gewohnte, das liebt die Komfortzone, das liebt so, ja, die Dinge, die es einfach kennt. Und aus solchen Dingen, könnte ich dir jetzt noch ganz viele Beispiele nennen, habe ich ganz viel Rückenstärkung mir rausgeholt, um, als der Tag X dann da war, wo ich gesagt habe, so, jetzt kündige ich, jetzt gehe ich freiwillig nach 30 Jahren aus dem öffentlichen Dienst raus. Zuvor hatte ich mir natürlich mit Mentoren an meiner Seite, die dort waren, wo ich hin wollte, dieses Leben als Grundstein natürlich schon erschaffen. Ich bin zwar seit 18 Jahren schon unterwegs, nebenbei, damals fing das an mit klassischen Praxisräumen, mentalen Gesundheitspraxis, Kraftquelle selbst, wo einfach Kunden natürlich zu mir kommen konnten, aber ich hatte nicht den Mut, wirklich da aus dem öffentlichen Dienst rauszugehen und tatsächlich da komplett selbstständig durchzustarten, weil natürlich auch die Prägung da war, selbstständig heißt auch selbst und ständig. Und das wollte ich nicht. Ich wollte mir ja nicht ein neues Hamsterrad erschaffen, um darin dann zu funktionieren, sondern ich wollte ja wirklich frei leben und über meinen ganzen Tagesablauf wirklich komplett selbst bestimmen und von nichts und niemandem abhängig sein. Und das ist ja auch wahrscheinlich das, was du in dir trägst, dass du wirklich ganz frei über dich und dein Leben bestimmen kannst. Also deine Zeit, weil das letzten Endes das Wertvollste, was wir haben. Und deshalb mal die Einladung an dich, wie oft hast du dir schon so kleinere Dinge, kleinere wundersame Dinge kreiert, wo du im Nachhinein sagst jetzt, wenn du es dir bewusst machst, wow,
Da hat das Leben einfach agiert. Das Leben hat mir das einfach geschenkt. Und das Universum unterscheidet nicht zwischen, das ist nur ein kleines Ding, hier geht es jetzt nur um Kleinigkeit, Auto, von kleinem Auto zu einem größeren Auto, zu einem guten Mittelklassewagen oder keine Ahnung, um was es geht. Das Universum unterscheidet nicht zwischen, das ist was Kleines und das ist was Größeres. Das sind nur wir in unserer Dualität, die unterscheiden. Das ist was Kleines, ja, da geht's, aber da funktioniert es nicht. Genau das gleiche Beispiel mit Parkplatz bestellen. Kennst du wahrscheinlich, wenn du irgendwo hinfährst und weißt im Vorfeld, da ist es nicht so ganz easy, einen Parkplatz zu bekommen. Und auf Fingerschnitt bestellst du dir ihn und auf wundersame Weise findest du ganz easy einen Parkplatz. Machst du dir auf dem Weg, wenn du zu Hause losfährst, bis zu dem Ziel, wo du hin möchtest, Gedanken krampfhaft darüber, hoffentlich funktioniert das, hoffentlich kriege ich einen Parkplatz, hoffentlich bla 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 bla. Nein, wahrscheinlich nicht. Du hockst einfach im Auto und fährst los, hast einen Parkplatz bestellt, du weißt auch, du kriegst einen Parkplatz. Schlimmstenfalls drehst du noch einmal eine Runde, wenn dir direkt einer frei ist, aber du fährst ja nicht mehr zurück nach Hause, nur weil du keinen Parkplatz gefunden hast, sondern es wird einer frei sein. Und du zweifelst auch nicht daran. Mit anderen Dingen in deinem Leben, in unserem Leben, und da greifen einfach die Naturgesetze, Gesetz der Anziehung, Gesetz der Polarität und alle anderen Naturgesetze, die greifen, denen sich niemand entziehen kann. So erschafft sich jeder von uns seine Lebenswirklichkeit. Nur bei den anderen Dingen, wo wir uns noch gefangen fühlen, im Alltag, im unglücklichen Job, am Arbeitsplatz, am Schreibtisch oder was auch immer, in der familiären Situation, im Hinblick auf die Partnerschaft, da haben wir dann die interessante Ansicht, das geht jetzt nicht, weil. Und zweifeln, erzählen uns die Geschichte sogar noch manchmal glaubhaft, warum es jetzt nicht geht, weil unser Stammhirn einfach auf eine ganz subtile Art und Weise aktiv ist und uns diese Geschichte vermittelt, dass es sich jetzt nicht gut anfühlt, dass da jetzt zu viel Druck aufkommt oder dass jemand von außen Druck macht oder was auch immer. Niemand anderes erschafft sich die Lebenswirklichkeit im Außen, außer du selbst. Und niemand anderes kann auch deine Lebenswirklichkeit erschaffen, außer du selbst. Wie großartig ist das? Wie großartig ist diese Erkenntnis, dass nichts und niemand anderes sich deine Lebenswirklichkeit erschafft, außer du selbst? Und wie sehr machst du Dinge noch vom lieben Geld abhängig? Wenn wir uns erlauben, den Weg unseres Herzens zu gehen, uns wirklich unser Soulmate Life zu kreieren, da kommen natürlich ganz, ganz viele Dinge vorbeispaziert, vorbeigehuscht, auch im Hinblick auf Geld, weil die Prägung bis eben ist, ja. Ich muss dies und jenes tun und nur auf dem Weg kann ich auch Geld verdienen. Mit meinem So-Sein, mit dem, was mich ausmacht, mit den kreativen Dingen, die ich in mir trage, kann ich kein Geld verdienen, weil ich habe es ja schon mal versucht und ich kenne jemanden, der hat das auch schon mal gemacht und tralala, tralala, tralala. Und das funktioniert nicht. Da kommt alles vorbei, spaziert, an Mustern, an Prägungen, an Glaubenssätzen. Und dann kommt unser Stammhirn und sagt, das ist viel zu gefährlich, jetzt wirklich in eine andere Richtung zu gehen. Bleib mal schön bei deinem Gewohnten. Bleib mal schön inside the box. Und dann sind wir in dieser Spirale drin, wo unsere Seele dann wieder kreativ wird über den Körper und uns dann da auch nochmal Botschaften schickt in Form von Disharmonien auf der mentalen Ebene und oder sogar auf der körperlichen Ebene. Und in dem Moment, wo wir beginnen, wirklich unserem Herzen zu folgen, unserer Seele zu folgen, weil wir ganz klar wissen, das ist der wahre Grund, warum ich hierher gekommen bin auf diese Erde. Und dem folge ich auch.
Dann geschehen im Außen so die Dinge, die wir als Wunder bezeichnen. Als ich mich dazu entschlossen hatte, als klar war, ich kündige jetzt, ich habe die Kündigung schon viel früher geschrieben, bis der Zeitpunkt kam, als ich die abgegeben hatte. Die lag schon viel länger in der Schreibtischschublade. Die habe ich dann irgendwann, als ich gespürt habe, so, jetzt ist der Tag, nur noch mit Datum versehen und dann abgegeben habe. Ab dem Zeitpunkt haben sich nochmal so viele wunderbare Dinge ergeben in meinem Leben, wo Situationen sich ergeben haben, wo Menschen auf mich zugekommen sind, wo weitere Ideen geflossen sind, was ich alles machen könnte und, denen ich dann natürlich auch gefolgt bin. Und das nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen, die du da draußen kennst, die auch ich schon begleiten durfte. Ich bin so gerührt manchmal, wenn ich auch welche hier auf Facebook sehe, wie deren Entwicklung dann auch weitergegangen ist, auch nachdem sie zum Beispiel bei mir waren, sei es für eine kurze Zeit oder sei es auch für eine längere Zeit, wie auch für jeden sich Türe und Tore geöffnet haben. Wir haben nur immer selbst die Entscheidung, die Freiheit, unser freien Willen, zu sagen, ja, ich gehe jetzt da durch. Also wenn ich eins gelernt habe, noch mehr verstärkt gelernt habe, die letzten Wochen, Monate, die letzten 2, 3, 4 Jahre. Wenn es unbequem wird, wenn es wirklich unbequem wird und mein System rebelliert, weil es entweder nochmal um den Invest in mich geht oder weil das Universum mir gerade im Außen eine Situation schickt, wo ich denke, oh, ja interessant, wie kam das denn jetzt in mein Leben? Wenn ich mich da selbst frage, und sei da auch mal radikal ehrlich zu dir, ist das die Veränderung, nach der ich gefragt habe, die jetzt gerade im Moment nur ein bisschen anders ausschaut, als ich mir es vom Kopf her vorgestellt habe, weil es gerade unbequem wird oder ist oder sich unbequem anfühlt, da jetzt durchzugehen, dann kommt meistens überwiegend ein Ja und dann weiß ich ganz genau, okay, das ist der Weg, da darf ich jetzt weitergehen. Weil nur dann kann ich mich auch weiterentwickeln, nur dann kann ich ja Next Level erreichen, weil das hört nie auf mit diesem Next Level. Ist auch so eine interessante Ansicht, die wir in unserem System drin haben. Wenn ich das erreicht habe, dann ist alles gut. In der Natur, kein Tier, keine Pflanze käme auf die Idee, wenn meine Krone jetzt so groß und so schön ist und ich so viele Früchte trage, dann höre ich auf zu wachsen. Das ist nicht das Leben. Das Leben ist immer ein Weiterentwickeln. Da darf immer alles im Fluss sein. Ein Weiterentwickeln, ein Weiterwachsen. Also mit anderen Worten, Botschaft für dich. Wenn du die Chance bekommst, wo dein Herz und deine Seele eigentlich instinktiv spüren, das wäre jetzt genau das Richtige für mich, das wäre jetzt genau die richtige Begleitung, das richtige Coaching, die richtige Mentorin, das fühlt sich jetzt so an, von meinem Herzen her, wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde, wenn gar nichts eine Rolle spielen würde, ja, da kann ich mir jetzt mein Navigationssystem holen, wie ich von A nach B komme. Und wenn dann gleichzeitig so ein Gefühl aufkommt, boah, jetzt wird es ein bisschen unbequem, jetzt muss oder darf ich eine Entscheidung treffen, jetzt fühle ich mich vielleicht sogar ein bisschen bedrängt von mir selbst oder vielleicht auch von außen, jetzt eine Entscheidung treffen zu müssen. Das ist genau das Ding, wo du die Schranke aufmachen darfst und da geht's durch. Das ist genau der Weg, wo dein Herz und deine Seele vor Freude hüpfen und das ganze Universum, das Leben an deiner Seite ist und so viele weitere Türe und Tore sich für dich öffnen. Die meisten machen einfach genau an dem Punkt den Fehler und sagen, nee. Um dann wieder eine Schleife zu drehen. Willkommen in meinem früheren Leben. Wie oft habe ich mir in meinem früheren Leben die Geschichte erzählt, dafür habe ich jetzt kein Geld, das kann ich nicht machen, weil und.
und habe immer wieder gemerkt, ich komme immer wieder am Ausgangspunkt an. Wie wenn ich im Kreisverkehr eigentlich da irgendwo abbiegen will, aber ich fahre immer wieder mit dem Auto schön rund und rund. Habe zwar dann mal so ein paar Lichtblicke und dachte, oh, jetzt geht es mal in die andere Richtung weiter. Aber das Navigationssystem, das hat mich immer wieder im Kreis fahren lassen. Warum? Weil einfach kein anderes Navi für mich da war, weil ich meinem eigenen alten Navi, meinen eigenen alten Mustern und Prägungen, meinen eigenen blinden Flecken, um es mal so auszudrücken, gefolgt bin. Da konnte ich nicht von A nach B kommen. Das innere Navi, das darf neu programmiert werden. Das meine ich mit dem inneren Navi. Wir haben das Bewusstsein, wir haben das Unterbewusstsein und wir haben das Unbewusste, wie beim Eisberg. Ganz, ganz viele Muster, Prägungen, Themen sitzen einfach im Unbewussten. Das sind so diese blinden Flecken, die wir ja selbst nicht sehen. Deshalb ist es natürlich geschickt, wenn man jemanden hat, der einen da abholt, wo man gerade steht und von A nach B auch begleiten kann. Dass man natürlich auch dort ankommt. Dass man nicht weiter im Kreisverkehr rumfährt, sondern auch weiß, okay, hier ist die Abzweigung, da geht es jetzt weiter. Um da anzukommen, wo ich eigentlich hin möchte. Und ich bin auch am Flughafen so nochmal dran erinnert worden an so alte Muster und Prägungen, auch im Hinblick auf Geld, wo ich mir auch total viele Gedanken gemacht habe. Und je mehr wir uns Gedanken um Geld machen und auch Geld festhalten wollen, im Leben halten wollen und uns auch ärgern, wenn wir mal irgendwo mehr, ein bisschen mehr Geld ausgeben, als wir eigentlich wollten, da hat das Universum mir auch nochmal so eine Botschaft geschickt am Flughafen, weil, und das kenne ich auch nur zu gut von mir, war auch mal eine Situation, ist jetzt auch schon ganz, ganz lange her, wo ich vergessen hatte, den Koffer einzuchecken, den Handgepäckskoffer einzuchecken und musste dann am Flughafen, ich hatte sogar vergessen, den großen Koffer einzuchecken. Das musste man irgendwie separat machen. Und am Flughafen gab es dann die nette Überraschung, dass ich da ja einiges nachzahlen musste, um den Koffer einzuchecken. Und es war nicht nur ein Koffer, sondern wir waren zu viert unterwegs, also komplette Familie. Und ja, auf dem Rückweg, auf dem Rückflug nochmal das gleiche Spielchen. Da bin ich dann doch schon mal ein bisschen außer mich geraten. Aber es war schon an einem Punkt, war ich schon, wo ich gedacht habe, okay, davon sterbe ich jetzt nicht und davon habe ich auch nicht wirklich weniger Geld, sondern das Universum ist ja immer an meiner Seite. Und daran bin ich erinnert worden, weil auch ein Flieger, mit dem wir geflogen sind, eine Frau auch anscheinend vergessen hatte, den Handgepäckskoffer anzumelden und musste dann nachzahlen. Und das war das einzige Thema. Ich glaube, die hat ihren, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist die mit ihrer Mutter hier nach Zypern geflogen, in Urlaub. Und das einzige Thema gefühlt, was ich so gehört habe, wenn sie irgendwo in meiner Nähe stand, als wir da so gewartet hatten zum Boarding, wie viel Geld sie jetzt zusätzlich für den Koffer zahlen musste, über die Fluggesellschaft geschimpft hat und auf dem Rückweg nochmal das Gleiche und. Und das Universum sagt halt immer ja, also sie war total in ihrem Ärger, in ihrem Frust da drin und hat nur diese Situation gesehen. Was heißt das jetzt im übertragenen Sinne? Warum erzähle ich dir das? Wie sehr siehst du jetzt die Situationen in deinem Leben, die du überhaupt nicht mehr so haben möchtest, sei es beruflich, privat, gesundheitlich, familiär, und schenkst den Dingen gefühlt den ganzen Tag Aufmerksamkeit. Stellst dir vielleicht auch noch Fragen, warum, 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 da kriegen wir eh keine gescheite Antwort drauf, warum ist das so, weil dann schenken wir den Dingen, warum das so ist, auch nochmal auf der unbewussten Art und Weise Aufmerksamkeit. Warum komme ich nicht weiter? Warum geschieht mir das jetzt schon wieder? Und. Das Universum, das Leben sagt immer ja zu dir. Wie im Restaurant, wenn du da was bestellst, der Kellner gibt vielleicht eine Empfehlung ab, aber wenn du XY bestellst, wird
der Kellner dir wohl XY servieren. Und so kannst du dir das auch mit dem Universum, mit dem Leben vorstellen. Das Leben sagt immer ja. Wie sehr richtest du also die Aufmerksamkeit bis eben noch auf die Dinge, die in deinem Leben nicht so sind, wie du es gerne hättest? Und allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und wie sehr kannst du dir erlauben, ab heute zu wechseln, deinen Fokus, und zwar stabil, zum größten Teil, zu wenigstens 80, 90%, dich damit beschäftigen, wie du es gerne haben möchtest. Wenn alles für dich möglich wäre, ohne Begrenzungen, wie würdest du gerne leben? Und zwar mit dem, was in dir verborgen ist, mit deinem Potenzial, mit deiner Kreativität, mit deiner Einzigartigkeit. Schau mal, dich gibt es auf dieser ganzen Welt nur ein einziges Mal. Selbst wenn du eine Zwillingsschwester oder einen Zwillingsbruder hast, es gibt dich nur ein einziges Mal. Und darum geht es, um dir dein Soulmate Life zu erschaffen. Den Fokus darauf zu richten, wie du es gerne wirklich hättest. Und die blinden Flecken im Unbewussten, wie beim Eisberg, was da rumort an Programmen, an Themen, die gilt es auf dem Weg dahin zu lösen, zu erkennen. Und da sind wir auch bei einem Fehler, den die meisten machen, den ich früher auch gemacht habe. Ich habe versucht, das alleine hinzukriegen. Ich habe versucht, das alleine hinzukriegen durch Lesen von Büchern, durch kleinere Anleitungen und Lichtblicke, die ich dann durchaus hatte. Aber ganz, ganz viel auch von Menschen, die auch nicht dort waren, wo ich damals hin wollte. Und erst als ich mir wirklich Unterstützung holte von Menschen, die schon dort waren, wo ich hin wollte, wie beim Navigationssystem, da konnte auf mich individuell abgestimmt ja auch der Weg sich ebnen. Da konnte ich wirklich mich auf den Weg meines Soulmate Life, meines Herzens begeben. Deshalb das Geschickteste, was du natürlich machen kannst, ist dir nicht nur darüber klar werden, wie genau hättest du es gerne dein Leben, sondern dir auch eine auf dich abgestimmte Anleitung Schritt für Schritt zu holen, wie du in dieses Leben kommst und aufhören, ganz wichtiger Aspekt auch, aufhören zu schauen, wie machen andere das da draußen. Auch ein Fehler, den ich lange gemacht habe. Ich habe geguckt, wie machen andere das da draußen und habe dann versucht, das nachzumachen. Wenn du dir dein Soulmate Life erschaffen möchtest, du bist einzigartig, es gibt dich nur einmal, dann darfst du dich auch dem Gedanken öffnen, dass du niemanden da draußen nachkopieren musst, solltest, darfst, kannst, damit du dir dein freies Leben ganz nach deinem Seelenplan, nach deinem Herzen erschaffst. Sondern es geht einzig und alleine darum, herauszufinden, was ist der wahre Grund deines Daseins hier. Und all deine Talente, Fähigkeiten, Begabungen, Stärken, dein einzigartiges Potenzial, das du schon mit hierher gebracht hast und das Wissen, was du dir im Laufe der letzten Jahre schon zusätzlich noch angeeignet hast, zu einem wunderbaren Ganzen zusammenzufügen und so deine Einzigartigkeit zu leben, damit auf die Bühne deines Lebens zu gehen und so auszudrücken, auf deine einzige Art und Weise. Das sind genau die Dinge, die wir hinter den Kulissen in der Akademie mit unseren wunderbaren Akademikerinnen, mit unseren wunderbaren Teilnehmerinnen machen. Ganz individuell abgestimmt. Das ist etwas, was ich dir wirklich, wirklich, wirklich heute nochmal mit auf den Weg geben möchte. Erkenne deine Einzigartigkeit, erkenne dein Potenzial, erkenne die Dinge, die in dir verborgen sind. Werde dir absolut klar darüber, wie willst du selbst es wirklich haben in deinem Leben. Wenn alles für dich möglich wäre. Warum ist dieser Satz, wenn alles für dich möglich wäre, so hilfreich? Weil du dann mal so ein bisschen fernab vom Kopf her dir erlaubst zu planen, dir erlaubst mal was zu Papier zu bringen, wie du wirklich gerne leben möchtest. Völlig fernab von
Das brauche ich nicht. Ich gebe mich ja mit weniger zufrieden und, und. Mach's auch unter dem Aspekt des kleinen Kindes in dir, das in der Richtung überhaupt nicht bewerten und beurteilen würde, sondern das einfach machen würde. So wie du es ja auch einst mal gemacht hast, als du hierher gekommen bist auf die Erde. Alles andere sind Muster und Prägungen, die dich davon abhalten wollen, wirklich deinen Weg zu gehen. Hallo liebe Caroline, schön, dass du auch dabei bist. Julia, buenos dias. Kalimera, ihr Lieben. Ihr beiden seid gerade die Einzigen, die ich hier sehe. Ich sehe zwar, es sind mehr Zuschauer dabei, aber euch sehe ich hier gerade als Einzige. So schön. So, so viel mehr ist für dich möglich. Wie viel mehr, ganz wichtiger Aspekt auch, kannst du jetzt schon in die Vorfreude gehen dessen, was dich erwartet. Du kennst bestimmt so dieser Satz, Vorfreude ist die schönste Freude. Vorfreude ist die schönste Freude. Warum ist das so? Da sind wir auch bei den Naturgesetzen. Und das greift auch nochmal in das, was ich eben gesagt habe. Je öfter und je mehr du dich jetzt schon auf das Leben fokussierst, wie du es gerne mal hättest, wenn alles für dich möglich wäre, und auch in diese Energie eintauchst, wie es ist, wenn, also wenn es schon zur Realität geworden ist, umso mehr und rascher kann das Universum, das Leben, dein Higher Self, deine Seele, wie, welchen Namen du auch immer dieser Instanz geben möchtest, natürlich schon mal dir den Weg ebnen. Dir die Möglichkeiten eröffnen. Und je mehr du in diese Energie schon eintauchst, und das ist damit gemeint, Vorfreude ist die schönste Freude, wenn es dann da ist, wenn dann so dieser Punkt da ist, wo du merkst, wow, jetzt bin ich ja da, wo ich hin wollte. Ich habe gedacht, das fühlt sich jetzt ganz anders an. Warum ist das dann so? Weil es in deinem Inneren schon normal, zum Normal geworden ist, dass du, holen wir jetzt mal einen Monatsumsatz, dass du monatlich 10, 20, 30, 40, 50.000 Euro in dein Leben lässt. Dass es normal ist, dass du von A nach B fliegen kannst, wenn dir einfach danach zumute ist. Dass es normal ist, dass du die Family fragen kannst, hey, ich würde dann gerne dahin reisen, wer reist mit? Dass es normal ist, wenn dir danach zumute ist, keine Ahnung, dass du eine Wohlfühlmanagerin hast, die dir den Haushalt macht, die dich bekocht, die dich betüttelt oder keine Ahnung was, weil du einfach keine Lust mehr hast, das selbst zu machen. Dass es normal ist, wenn du im Schaufenster irgendwas siehst, ein schickes Kleid, wo dein Körper sagt, wow, ich glaube, das fühlt sich aber gut an. Du nicht aufs Preisschild erstmal guckst, was das kostet, sondern reingehst, anprobierst, ja, fühlt sich gut an und an der Kasse dein Kärtchen zückst und einfach bezahlst. Da bist du im Vorfeld schon ganz viel in diese Energien eingetaucht und das ist auch damit gemeint. Auf der einen Seite Vorfreude ist die schönste Freude und auf der anderen Seite, dass das ganz, ganz rasch oder viel, viel schneller zu deiner Lebenswirklichkeit wird und du dann denkst, wow, ich dachte, das fühlt sich anders an. Ja, du bist dann einmal noch in der Freude. Also als ich gekündigt hatte, ich habe dann im Auto gehockt und habe mal so einen Jubelschrei ausgerufen und dennoch war es auf gewisse Art und Weise normal. Ich wusste, ich habe jetzt zum letzten Mal das Arbeitshaus verlassen, meine Schlüssel, mein Dienstausweis, alles abgegeben. Es war eine Freude da und zwar trotzdem irgendwie normal. Warum? Weil ich vorher mir diesen Tag schon ganz, ganz oft von meinem Kopf her vorgestellt habe, weil ich schon ganz, ganz viel in dieses Gefühl hineingegangen bin, wie es ist, wenn ich diesen Brief mit der Kündigung abgebe.
weil die Vorfreude da schon in meinem System auch so integriert war, dass es außer Frage war, dieser Tag kommt. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das sind die Naturgesetze. Das Außen ist immer eine Projektion deines Inneren. Das, was du jetzt im Außen vorfindest, ist alles eine Projektion deines Inneren. Und deshalb beginnt jegliche Veränderung im Außen erstmal im Innen. Das sind die Naturgesetze, Sein, Haben, Tun. Das Tun kommt an dritter Stelle, an letzter Stelle. Deshalb auch nochmal ein wichtiger Hinweis, dass es darum geht, was in dir verborgen ist, was du hier mitgebracht hast. Das gilt es auszupacken und nicht zu gucken, wie du dein Fähnchen nach den Richtlinien und Vorgaben von anderen richtest, sondern wirklich beginnst, das zu leben, warum du hier bist. Ich nenne es gerne Seelenplan, Lebensaufgabe, Mission. Alles, was dich ausmacht, zu einem wunderbaren Ganzen zusammenzufügen. Weil du hast nicht nur ein Talent, du hast nicht nur eine Fähigkeit. Sonst wäre es dir gar nicht gelungen, hier in mein Universum einzutauchen. Weil das ist das Besondere, was dich ausmacht. Deine Vielseitigkeit zu leben, alles auf den Punkt zu bringen und so die Bühne deines Lebens zu betreten. Darum geht's. So, du Liebe, ihr Lieben, danke, danke für deine Zeit, die du heute hier mit mir verbracht hast. Wenn du es noch nicht gemacht hast, klick auf den Link, der gleich kommt und trag dich ein zum Soulmate Live, damit wir da auch mal unter vier Augen schauen können, wo genau du stehst, wie ich dir dabei helfen kann, nicht nur ich, sondern innerhalb der Akademie, ich und unser Team. Madeleine und alle, die da auch im Hintergrund aktiv sind, an deiner Seite sind, sein können, um herauszufinden, wie genau schaut dein Soulmate Life aus. Und du weißt, indem du dich einträgst, gehst du noch keine Verbindung, Verbindlichkeit ein. Es geht tatsächlich erstmal darum zu gucken, wo stehst du, wo möchtest du hin. Ist das Soulmate Life tatsächlich auch das Richtige für dich? Und dann schauen wir einfach mal, wie wir dich begleiten können und dann erst treffen wir eine Entscheidung. Du darfst dich für mich, für uns entscheiden, wir dürfen uns für dich entscheiden und dann dürfen wir gerne gemeinsam wunderbare Zeit miteinander verbringen, damit auch du ankommst da, wo du gerne hin möchtest. Und noch viel, viel mehr jetzt schon in die Vorfreude eintauchen kannst, wie es ist, wenn. Also, klick auf den Link, wir sehen uns und ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao, ciao.